Ein großes Standbein ist der Schmuck und da bist du die Spezialistin. Jetzt sag einfach mal, wo sind eure Schwerpunkte, was ist eure Besonderheit? Kannst du gerade mal ein bisschen was erzählen? Der Schmuck bestand ja von Anfang an durch meine Eltern und die Optik kam 89 dazu. Okay. Großes Standbein bei uns ist Leonardo-Schmuck. Okay. Dann auch natürlich die Antragsringe, großes Thema. Ehringe haben wir natürlich auch in großer Auswahl. Ja. Und Uhren, sage ich, habe ich gesehen, habt ihr auch, ne? Uhren haben wir, ja, klar. Herren, Damen, Kinder. Kinderuhren sind jetzt gerade zum Schulanfang wieder. Das glaube ich, ein großes Thema, ja. In die Schultüte. Und ansonsten, also unsere große Firma sind Jacquelement und Boccia. Okay. Und im, ja, wie gesagt, im Schmuckbereich eben das Leonardo. Ja. Das ist unser Messraum. Hier können wir quasi mit dem Kunden die Augenstärke vermessen. Hier sind wir jetzt erstmal im Verkaufsraum. Das heißt, hier sind unsere ganzen Brillen entsprechend der Farb- und Typberatung schon vorgewählt. Wir haben also die kühlen Farben, wir haben die warmen Farben. Hier geht es auch zu den Sonnenbrillen. Das sind besondere Fassungen, wo man dann eben auch über die normalen Brillen drüber setzen können. Also im Bereich Kinderbrillen haben wir nochmal ganz spezielle Brillenmaterialien. Es gibt einmal das Titanmaterial. Es geht darum, dass die Brillen natürlich hochelastisch sein müssen, jede Bewegung mitmachen müssen. Sie müssen einen perfekten Sitz auch hinterm Ohr gewährleisten. Das ist bei Kindern natürlich das Wichtigste. Und dafür eben die entsprechenden Brillen haben wir in verschiedenen Größen, verschiedenen Farben. Und natürlich jetzt hier der absolute Renner. Das ist auch dann die Brille, wo dann gleichzeitig der Sonnenschutz dabei ist.